Hallo und grüß Gott, liebe Deutschlerner und Deutschlernerinnen. In diesem Video zeigen wir euch ein weiteres Beispiel der ZB1-Prüfung Sprechen, Goethe und ÖSD. Teil 2, ein Thema präsentieren. Sie sollen Ihren Zuhörern ein aktuelles Thema präsentieren. Dazu finden Sie hier 5 Folien. Folgen Sie den Anweisungen links und schreiben Sie Ihre Notizen und Ideen rechts daneben. Folie 1. Haustiere, ja oder nein? Stellen Sie Ihr Thema vor. Erklären Sie den Inhalt und die Struktur Ihrer Präsentation. Zum Beispiel: Meine Präsentation ist zum Thema Haustiere, ja oder nein. Zuerst spreche ich über meine persönliche Erfahrung mit Haustieren. Dann berichte ich über die Situation in meinem Heimatland. Danach nenne ich einige Vor- und Nachteile von Haustieren, sage meine Meinung dazu und komme dann zum Schluss. Folie 2: Meine persönlichen Erfahrungen. Berichten Sie von Ihrer Situation oder einem Erlebnis im Zusammenhang mit dem Thema. Ich habe viel Erfahrung mit Haustieren, denn ich habe selbst einen Hund, einen Dackel. Er ist sehr süß, aber auch ein bisschen anstrengend. Jeden Tag muss ich ihn füttern und mit ihm rausgehen. Vor kurzem war er krank und wir mussten mit ihm zum Tierarzt. Das war sehr teuer. Oder ich habe keine oder wenig Erfahrung mit Haustieren. Denn meine Mutter ist gegen Haustiere. Sie meint, Haustiere machen Schmutz und übertragen Krankheiten. Aber ich hätte gern ein Haustier. Am liebsten einen Hund. Folie 3. Die Situation in meinem Heimatland. Berichten Sie von der Situation in Ihrem Heimatland und geben Sie Beispiele. In meinem Heimatland haben viele Leute ein Haustier, meistens einen Hund oder eine Katze. Manche haben auch einen Papagei oder Fische. Zurzeit sind bei Mädchen und Frauen sehr kleine Hunde beliebt. Sie kaufen ihnen sogar Hundekleidung und frisieren sie. Leider leben aber auch viele Tiere auf der Straße, weil ihre Besitzer keine Zeit oder kein Geld mehr für sie haben. Das ist sehr traurig und verantwortungslos. Folie 4. Vor- und Nachteile und meine Meinung. Nennen Sie Vor- und Nachteile und sagen Sie Ihre Meinung dazu. Geben Sie auch Beispiele. Ein Vorteil von Haustieren ist, dass Tiere gute Freunde für die Menschen sein können. Außerdem lernt man Verantwortung zu übernehmen und lernt viel über Tiere. Hier könnt ihr jetzt eigene Beispiele einfügen. Aber natürlich haben Haustiere auch Nachteile. Sie können für kleine Kinder gefährlich sein. Auch kosten sie viel Zeit und Geld. Und man kann eine Allergie bekommen. Ich denke, dass Haustiere sowohl Vor- als auch Nachteile haben. Man muss genau überlegen, welches Haustier man kauft. Folie 5: Abschluss und Dank.
Beenden Sie Ihre Präsentation und bedanken Sie sich bei den Zuhörern. Jetzt bin ich am Ende meiner Präsentation und bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Und auch wir sind am Ende unseres Videos. Wir haben noch nützlichen Wortschatz und Ausdrücke zu diesem Thema und zum Thema Präsentation überhaupt in unserem Blog. Das war's wieder für heute. Wir verabschieden uns mit einem Tschüss, Servus, Baba, auf Wiedersehen, macht's gut, euer Deutsch Global Team.